bin seit einigen Jahren gemeinsam mit meiner Freundin als freiberuflicher Texter unterwegs. Und unterwegs heißt nicht nur beruflich, sondern tatsächlich auch auf Reisen. Wir haben eigentlich recht unorthodox angefangen. Wir sind erst gereist und haben dann gemerkt, oh, wir können dabei auch arbeiten. Und das zeugt eigentlich daher, dass wir aus unserem alten Job, unserem alten Leben, unserem Heimatort auch irgendwie mal raus wollten, die Welt kennenlernen. Und dann haben wir halt festgestellt, ey, das Reisen ist, das ist genau das, was wir machen wollen. Und haben halt angefangen zu bloggen, haben halt Texte geschrieben. Und wie es der Zufall so wollte, kam dann über diese Texte immer mehr Auftraggeber auf uns zu und haben gesagt, hey, ihr schreibt ja super cool, du in deinem Bereich, du in deinem, schreibt doch auch mal für uns. Und das haben wir dann gemacht und so kamen dann die ersten Aufträge zustande. Und lustigerweise, der erste Auftrag, den wir hatten, der wurde gleich zum Dauerauftrag. Den betreuen wir beide gemeinsam und den haben wir heute noch. Und so ging das Ganze eigentlich los. Die ersten Wochen waren eigentlich ganz entspannt, dadurch, dass wir eben unterwegs waren, viele neue Länder und Kulturen kennengelernt haben. Und die ersten Kunden kamen dann ja so Step by Step durch unser Bloggen, unser regelmäßiges Texten, auch durch Instagram sehr viele, muss man sagen. Und dann mussten wir uns natürlich umgewöhnen. So, natürlich dann ein bisschen Disziplin reinbringen, während des Reisens arbeiten, was damals noch wirklich Arbeit war, weil wir natürlich auch mal Aufträge gemacht haben, wo wir gesagt haben, gut, machen wir jetzt einfach mal, um reinzukommen. Dann haben wir uns eigentlich so die Organisation geschaffen, dass wir morgens immer einen kleinen Teil machen, Mails checken, ein bisschen telefonieren und so weiter und abends dann den größten Teil bearbeiten, so 4 Stunden lang. Und das ist dann schon Selbstdisziplin, an einem schönen Ort irgendwie sich hinzusetzen, in ein kleines Kabuff und zu sagen, okay, jetzt arbeite ich wirklich mal. Aber das haben wir dann irgendwie jetzt kultiviert und kriegen es jetzt auch im Bus umso besser hin. Die Idee zum Bus kam eigentlich so im Laufe der Zeit. Also wir haben, wie gesagt, wir sind in den vergangenen Tagen, Monaten, Jahren unheimlich viel gereist. Und haben halt immer auf Mietwagen oder Flüge oder dann Camper, die wir uns mieten mussten, zurückgreifen müssen. Das heißt, wir waren immer irgendwie nie so ganz, so ein Gefühl von zu Hause war halt nie da. Und zusätzlich kamen immer noch regelmäßige Kosten dazu. Und da haben wir uns irgendwann gesagt, beziehungsweise meine Freundin kam auf die Idee und hat gesagt, hey, wie cool wäre das, wenn wir unseren eigenen Camper hätten. So ein Hippie-Camper schwebt uns vor, weißt du, so ein typischer VW-Bus mit so einem Traumfänger hinten drin, der durch die Gegend braust. Das war dann ein bisschen klein, ne? So mit knappen 2 Metern ist das nicht so ganz praktisch. Und dann haben wir uns halt überlegt, okay, was können wir sonst machen? Und dann kamen wir halt auf den Gedanken, okay, holen wir uns doch so einen Transporter. Der war komplett nackt, als wir ihn gekauft haben. Und den haben wir dann umbauen lassen. Also wir wollten ihn zuerst selbst umbauen, haben dann festgestellt, so mit Gas und Wasser und Feuer, das könnte auch mal explodieren, wenn man es nicht richtig macht. Und dann bei meinen handwerklichen Fähigkeiten haben wir gesagt, okay, geben wir ab. Ja, und dann haben wir den Bus halt umbauen lassen. Und es hat dann 4 bis 6 Wochen gedauert, bis der wirklich fertig war, von allen Ecken und Enden auch bearbeitet und so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und jetzt steht er eben. Jetzt können wir endlich damit rumreisen und so sind wir letzten Endes zu dem Bus gekommen. Die ersten Reisen gingen eigentlich so Richtung Australien, Neuseeland, USA. Das war so die erste Tour. Anschließend kamen dann noch größere Ziele, immer so im Monatstakt quasi Thailand, Island. Und der Arbeitsalltag hat sich, wie gesagt, dann so entwickelt, muss man sagen. Also die erste Tour Australien, Neuseeland, USA. Da war noch gar nicht so viel mit Arbeit, da waren halt unsere Blogs so im Fokus, die aufzubauen. Und ab Thailand, Island ging dann das Arbeiten wirklich los. Wir halt schauen mussten, okay, da merkst du dann erstmal, welches Café WLAN hat und welches nicht. Also da musst du halt schauen, okay, wie komme ich jetzt hier, so schön es hier auch ist, wie komme ich hier ins Arbeiten? Und dann fängst du halt an, so ein bisschen zu überlegen, okay, gucken wir uns jetzt erst was an oder arbeiten dann? Und so haben wir uns dann das je nach Tag natürlich auch zurechtgelegt, aber in der Regel, wie gesagt, arbeiten wir dann so vorm Abend, Nachmittag so die Ecke, dann haben wir den Abend wieder Zeit für uns. Die schönste Erfahrung passiert eigentlich dauerhaft, dass du, bei uns ist das Schreiben, dass du ein Talent hast und dafür bezahlt wirst. Und diese Bezahlung jetzt gar nicht, weil das da unendliche Millionen Euro fließen, das ist es auch gar nicht, sondern es ist vielmehr diese Wertschätzung, die dann eben monetär ausgedrückt ist. Aber du wirst halt für dein Talent, für deine Arbeit wertgeschätzt. Und das ist, glaube ich, als Freelancer Tag für Tag eine ganz, ganz wichtige und ganz wunderbare Erfahrung. Ein guter Text ist jeder Text, der eine Emotion beinhaltet. Und für mich macht das jetzt gar nicht aus, ob da jetzt ein Grammatikfehler mehr oder weniger drin ist. Klar sollte man darauf Acht geben. Aber ich glaube, ein guter Text, wenn wir von einer persönlichen Intention sprechen, lebt von Emotionen und dem Erlebten. Das ist, glaube ich, auch die Kunst an Geschichten schreiben. Wenn du Geschichten schreibst, die du nicht selbst erlebt hast, merkst du es häufig daran, dass die Leute zu wenig Emotionen reinbringen oder irgendwas faken in den Texten. Ein guter Text lebt von Emotionen und von dem, auch von der Sprache des Autors. Dass du jetzt nicht guckst, oh, der Autor XY gefällt mir aber super, jetzt schreibe ich genau wie der. Das passiert, dass man sich daran anlehnt, das passiert mir auch. Aber sofern du nicht deinen eigenen Stil entwickelst und nicht deine Emotionen, sondern immer was von außen mit reinnimmst, wird es, glaube ich, ein Flop. Und umso länger dauert das dann auch. Und ich glaube, wenn du einmal in der Emotion bist, im Fluss bist
und dann einfach von dir alles rausgibst und nichts zurückhältst, nicht sagst, ah, das kann ich doch nicht sagen, oder doch, du kannst alles sagen, du kannst auch Schimpfwörter benutzen, wenn es passt, ist alles in Ordnung. Ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dich selbst zurücknehmen. Die größte Herausforderung lag eigentlich ganz am Anfang. Deinem alten oder unserem alten Umfeld, Freunden und so weiter, Arbeitgeber zu erklären oder bei mir dann halt auch Kunden zu erklären, uns gibt es jetzt so nicht mehr, wir wollen jetzt weg, wir wollen ohne dahinter einen Plan zu haben, einfach nur aus dem Bauchgefühl raus um die Welt reisen, das macht die meisten Leute stutzig. Und das halt Familie, Freunden, Kunden, Arbeitgeber und so weiter zu erklären, das war, glaube ich, eine große Herausforderung, sich da zu lösen und den Schritt zu machen, okay, wir gehen jetzt halt erstmal auf längere Reise. Damals war es noch gar nicht als Weltreise gedacht. Ja, aber wir gehen jetzt erstmal auf längere Reise und lassen hier alles hinter uns und leben nur vom Ersparten. Das war, glaube ich, zu Anfang die Herausforderung, die wir gleich ganz gut dann gemeistert haben. Und gut, wenn es dann weitergeht, wenn es dann auch läuft mit dem Freelancing oder als es dann lief, dann wurden die kritischen Stimmen schon ruhiger. Aber unterwegs, wenn du jetzt nicht gerade Daueraufträge hast, davon haben wir jetzt glücklicherweise ein paar, hatten wir natürlich auch nicht immer, da zu schauen, dass du von Monat zu Monat kommst, dass du da regelmäßig neue Kunden akquirierst auch. Das war zu Anfang, musst du natürlich auch schauen, wie kriegen wir das hin. Aber dann lief das halt irgendwann auch wirklich recht zügig, dank unserer Blogs vor allen Dingen. Und das waren, glaube ich, so die zwei größten Herausforderungen. Ich glaube, als Freelancer versuchen sollte es erstmal jeder, der sagt, auf Dauer ist so ein 9-to-5-Leben, ein fremdbestimmtes 9-to-5-Leben, das ist nicht für mich. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, wo du sagen kannst, okay, probier doch mal was Eigenes, was Freieres. Auf der anderen Seite hilft es natürlich nichts, wenn du sagst, oh, ich habe gar keinen Bock mehr auf dieses 9-to-5-Ding und dann bist du Freelancer auf dem Papier und liegst auf dem Sofa. So, das heißt, du brauchst natürlich auch irgendwie eine gewisse Selbstdisziplin, damit musst du natürlich auch angehen. Also so ein gewisser Mix von beiden Seiten ist, glaube ich, wichtig. Einerseits die wirkliche Intention, die Selbstdisziplin, und in der Mitte trifft sich das dann, glaube ich, in so einer Leidenschaft, in einem Talent, womit du dein Geld verdienen kannst. Das ist auch ganz wichtig, dass du was hast, was du wirklich gerne machst. Weil als Selbstständiger arbeiten ist eine Sache, ne? Sich zu disziplinieren die andere, und wenn du dann noch wirklich Talent mitbringst, Inspiration mitbringst, dann hast du, glaube ich, beste Voraussetzungen. Ich bin Grafikerin, aus Leidenschaft tatsächlich auch, und ich entwickle visuelle Erscheinungsbilder jeglicher Art, also Corporate Design, Verpackungen, Plakate und Webauftritte mittlerweile auch, muss man ja so ein bisschen nachrüsten, aber schwerpunktmäßig eben Printdesign, Buchgestaltung, Magazine und so ein Kram. Und ich habe letztes Jahr noch mein Kindheitshobby wieder in meinen Alltag etabliert, nämlich Keramik. Und das versuche ich so einzubinden, wie es geht zwischendrin mal, was ist ein sehr schöner Ausgleich, noch ein kreativer Ausgleich zum kreativen Alltag. Man hat als Freelancer ja nicht unbedingt einen geregelten oder typischen Arbeitsalltag. Und bei mir sieht eigentlich ehrlich gesagt kein Tag aus wie der andere. Ich starte auch nicht typischerweise mit einem Kaffee. Also ich esse Müsli morgens, das ist so straight irgendwie planbar. Aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz schön, dass kein Tag ist wie der andere. Und natürlich muss man so sein Tagesgeschäft wegschaffen, aber dann kann es je nach Projekt halt bei mir mal sein, dass irgendwie von Schreibtischarbeiten bis Kundentermin über Fotoshootings und eigenen Projekten halt alles dabei ist und dann schöner Facettenreichtum oder ja irgendwie eine schöne Varianz entsteht. Und man hat natürlich auch die Chance, seinen Tag so ein bisschen anders zu planen als Freelancer, zumindest teilweise. Und am Wochenende mal 1-2 Tage mehr arbeitet, wenn es dann nötig ist, und dafür den Montag ein bisschen freischaufelt. Und für mich ist das Modell einfach gerade perfekt, so wie es ist. Ich habe tatsächlich immer schon sehr gern selbstständig gearbeitet und auch viel selbstständig gearbeitet. Und ich war einige Jahre halt in so kleinen Agenturen immer angestellt. Und in kleineren Agenturen kann man halt recht schnell viel Verantwortung übernehmen. Und die habe ich auch übertragen bekommen. Und für mich war eigentlich immer klar, dass ich mich selbstständig machen möchte irgendwann. Man traut sich dann ja doch nicht so ganz und braucht so einen kleinen Schubs. Und meiner war halt nicht so schön, ehrlicherweise, weil ich halt 2016 eine schwere Erkrankungsphase durchstehen musste. Und ich habe dann einfach versucht, was Positives mit rauszunehmen. Und das war unter anderem die Selbstständigkeit. Und jetzt sitzen wir hier.
Ich war auf jeden Fall immer schon sehr in Formen und Buchstaben und Farben verliebt. Und mein Vater musste früher immer mit mir samstags, sonntags von morgens früh quasi noch nachts bis abends malen. Und er wollte das auch. Er musste nicht nur, aber er musste auch. Und das Blatt war nicht nur irgendwann bemalt, sondern der ganze Tisch. Und insgesamt wurde bei uns zu Hause halt immer schon sehr dieser brandaktuelle Do-it-yourself-Spirit gelebt. Das hat so ein bisschen die Weichen gestellt bestimmt. Und ich habe zu Abi-Zeiten dann nochmal überlegt, ob ich Psychologie oder Design studieren möchte. Das klingt jetzt erstmal sehr konträr, ist es aber eigentlich gar nicht. Und ich habe dann gemerkt, dass man den Teil der Psychologie, nämlich Wahrnehmung, der mich am meisten interessiert, einfach sehr gut mit Design verbinden kann. Das gehört ja eigentlich mit dazu im Prinzip. Das Spannende an der Welt, in der wir hier leben, ist ja, dass wir als Gestalter ja die Möglichkeit haben, also zumindest die Möglichkeit, die Welt zu einem bunteren und ästhetischeren Ort zu machen. Und da schwingt dann ja auch automatisch so eine Motivation mit als Designer, dass man das möglichst gut machen möchte. Und ich finde es einfach super spannend an dem Gestaltungsbereich, dass man je nach Projekt immer wieder die Möglichkeit hat, in ganz verschiedene Bereiche reinzuschauen und seinen Horizont halt immer wieder zu erweitern. Und ja, das macht für mich diesen Designberuf eigentlich so besonders. Und das treibt einen immer wieder an und macht ihn halt niemals langweilig. Ich kriege das tatsächlich netterweise oft mitgeteilt, warum ich eigentlich gebucht werde oder auch weiterempfohlen werde. Also ich kriege sehr oft ein Feedback, eigentlich immer nett bislang. Und das ist bestenfalls natürlich, weil jemand einen ähnlichen ästhetischen Anspruch hat wie ich. Also Wert auf gute Typografie und hochwertige Druckerzeugnisse und clevere Lösungen bestenfalls legt. Und ich versuche einfach immer sehr authentisch und dem Anlass entsprechend zu gestalten und den Kunden oder die Agentur so weit mit einzubeziehen, dass es aus grafischer Sicht noch machbar ist, damit die dann wirklich hundertprozentig damit zufrieden sind am Ende. Weil es ist ja, letztendlich arbeitet man halt für den Kunden. Ja, ich finde tatsächlich, dass gutes Design sehr viele Gesichter hat. Also ich bin ein großer Freund von simplen, klaren, schlichten Lösungen. Keep it short and simple, KISS, kennt ihr bestimmt alle die Regel. Und das ist ja auch eigentlich das, was Design als Handwerksberuf im ursprünglichen Sinne erfüllen sollte. Aber es gibt ja auch sehr künstlerisch-illustrative Strömungen, die holen mich total ab. Also mich spricht das einfach sehr an. Und dann gibt es jetzt ja noch so einen sehr abgefreakten, kontemporären Teil, der schon fast so einen Hang zur Hässlichkeit manchmal hat, bewusst, hoffentlich, größtenteils. Oder der sich hier und da mit so alten Schweizer Grafikstilen mischt. Und das finde ich einfach echt auch super spannend. Ich finde halt nur, dass man nicht jeden Stil und jede hippe Strömung zwangsläufig in jedes Projekt pressen darf. Ich habe in meiner Berliner Zeit, da war ich aber noch nicht offiziell selbstständig, aber das zählt da für mich trotzdem inhaltlich mit rein. Ich habe da die Möglichkeit gehabt, maßgeblich an einem Filmplakat mitzuarbeiten. Und in den Hauptrollen waren unter anderem Pierce Brosnan und Aaron Paul. Und ich durfte da mit meiner Schwester damals auf die Party gehen, das Plakat überall sehen, die Schauspieler treffen. Das sind dann schon irgendwie tolle Erfahrungen, wenn man noch sehr grün hinter den Ohren ist. Und ich glaube, davon kann sich keiner freimachen, dass er das ein bisschen cool findet. Aber es gibt halt auch ganz schöne Momente immer wieder im Alltag, die so ganz in eine ganz andere Richtung gehen. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel für einen Freund ein Logo gemacht, der so eine Kids-Jungs-Fußballmannschaft mittrainiert. Und das ist ganz süß zu sehen, dass die Jungs sich damit so identifizieren und so stolz darauf sind, es gar nicht abwarten können, dass der nächste Hoodie mit dem Logo irgendwie produziert wird. Und da ist man immer so schön nah dran, das macht schon Freude. Für mich ist tatsächlich jedes Projekt eine Herausforderung, gerade weil es auch immer wieder neue Bereiche sind, in die man so reinschlüpft. Und ich finde, man sollte es schon verstehen, was man da gestaltet. Und mal habe ich irgendwie fürs Theater gearbeitet und eine Oper gelesen. Wenn man da Schrift sinnvoll setzt, sollte man auch den Inhalt irgendwie schon ein bisschen greifen können. Und dann kommt aber wieder irgendwie, weiß ich nicht, ein Arzt um die Ecke und da muss man dann, die Ecke klingt auch ein bisschen, da muss man dann auch zusehen, dass man die Prioritäten da in den Vordergrund stellt. Aber ich habe jetzt gerade aktuell zum Beispiel eine Verpackung, die ich gestalte und die wird dann irgendwie 100.000-fach produziert.
Und da ist es dann schon immer wieder aufregend, wenn das dann in Druck geht. Und da baut man sich dumm und dämlich an Dummies irgendwie und braucht schon auch irgendwie ein gutes Umfeld, was einen ein bisschen runterholt und beruhigt und sagt, alles ist gut, was du machst. Weil das schon immer wieder eine Herausforderung ist. Meine Persönlichkeit hat sich meiner Meinung nach gar nicht verändert durch selbstständige Arbeiten. Aber vielleicht bin ich da auch in dem Fall schlecht reflektiert. Ich habe neulich noch mit meiner Mutter drüber gesprochen, die sieht das total anders. Die hat gesagt, dass ich nicht nur selbstständiger, Wortwitz, sondern vor allem auch selbstbewusster geworden bin, aber auf eine gesunde Art und Weise. Sonst werde ich auch wieder gebremst, wenn ich komisch werde. Ich bin Lennart Wittstock, 21 Jahre alt und bin Gründer. Ich produziere Videos und bin Teil der Agentur 21 Digital, wo wir auch Websites produzieren und das ein oder andere Projekt begleiten, was auch darüber hinausgeht. Ich habe vor circa 7 Jahren angefangen mit der Sportart Parkour und mit dieser Leidenschaft ist auch die Leidenschaft zum Filmemachen einhergegangen, weil schon bei den ersten Trainings wurde das Ganze mit der Kamera begleitet und das hat sich über die Jahre so weiterentwickelt und die Videos sind von Mal zu Mal ein bisschen aufwendiger geworden und es hat mir einfach immer extrem viel Freude bereitet, einen coolen Track rauszusuchen und darauf irgendwie ein paar Clips zu legen und da was Schönes draus zu basteln. Nach einiger Zeit hat sich das Ganze so entwickelt, dass ich mit einem guten Freund angefangen habe, Musikvideos zu probieren für Rapper. Und da waren wir uns auch für nichts zu schade und haben selbst für Rapper, die jetzt musikalisch nicht sehr versiert waren, Videos gedreht und haben so einfach die ersten Schritte gemacht, haben das erste Geld verdient bzw. nicht verdient, weil wir nicht bezahlt worden sind, sind aber irgendwie so in das ganze Thema eingestiegen und haben ein Bewusstsein dafür bekommen, dass wir mit unserem Handwerk, nenne ich es jetzt mal, oder mit unserer Kunst auch was verdienen können. Aber nach einiger Zeit hat es dann auch angefangen, dass so das klassische Freelancing dazugekommen ist, wo man als Dienstleister sozusagen zu einer Produktion dazu gebucht wird und Teil einer größeren Produktion ist. Und das war auch auf jeden Fall aufregend, weil wir das erste Mal so eine Bestätigung dafür bekommen haben, dass wir auch mit Leuten zusammenarbeiten können, die das Ganze ja, studiert haben und schon seit vielen Jahren gemacht haben und konnten uns da auch ganz gut beweisen, was auf jeden Fall uns auch in Sachen Selbstbewusstsein weitergeholfen hat. Und die ganzen Geschehnisse waren noch vor meinem Abitur. Und nach meinem Abitur habe ich dann gesagt, so, ich will das Ganze gerne auf seriöse Beine stellen. Und habe dann ein Gewerbe angemeldet, was ich vorher alles noch gar nicht gemacht hatte. Und habe mich auch, ich sag mal, mit der Papierkramseite auseinandergesetzt und habe mal ausgerechnet, wie viel brauche ich eigentlich, wenn ich davon leben will im Monat, wie viel muss ich dann verdienen, wie viel muss ein Video kosten und habe dann darauf basierend angefangen, mir eine Selbstständigkeit als Freelancer aufzubauen. Und es gab definitiv auch Momente, aber das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass ich dann nochmal 2 Jahre jünger war, in denen ich auch überlegt habe, das Ganze einfach über einen Haufen zu werfen und klassisch wie andere Leute in meinem Alter was zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Aber das habe ich im Endeffekt dann doch nie gemacht und habe dann kurze Zeit später mit 2 Freunden eine Firma gegründet. 21 Digital, wie ich anfangs erzählt habe, die Agentur, mit der wir jetzt unsere Projekte umsetzen und bin da auch sehr glücklich und es war für mich am Anfang ein sehr großer Schritt, weil für mich Freiheit so wichtig war, zu sagen, okay, wir gründen jetzt eine Firma zusammen, wir gehen zum Notar, wir unterschreiben das und so und machen das Ding fest, weil ich das vorher gar nicht kannte, sich so ja, fest auf irgendwas so zu committen und dachte eigentlich, dass mir das nicht gefällt, aber im Endeffekt habe ich gemerkt, dass es auch so eine gewisse Laufruhe gibt, wenn man weiß, okay, ich habe mich jetzt erstmal für die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre auf was festgelegt und ziehe das auch durch. Ich glaube, was einen guten Freelancer ausmacht, kann man jetzt gar nicht so genau auf den Punkt sagen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt im Bereich
Video denke, fällt mir direkt ein, dass man noch so gut an der Kamera sein kann, wenn man sich nicht in Menschen hineinversetzen kann und nicht verstehen kann, wie fühlt sich das an für jemanden, der es jetzt gerade zum ersten Mal sehen kann, bringt einem ein noch so gutes technisches Verständnis leider nicht viel. Wenn sich jetzt jemand fragt, wie kann ich ein besserer Freelancer werden, kann er sich auch selber fragen, wie kann ich generell ein glücklicherer, offenerer, besserer Mensch sein und an seiner Kommunikation arbeiten, an seiner Gesundheit arbeiten, an seiner guten Laune arbeiten. Das fließt ja alles ein in das Gesamtpaket und ich denke, was den Beruf des Filmemachers ein bisschen einzigartig macht, ist, dass man sehr viele Einblicke bekommt in Bereiche, die man vielleicht sonst nicht sehen würde oder gar nicht denken würde, dass die spannend sind. Also man kriegt Einblick in viele Firmen, in viele Events und auch vielleicht Dinge, die man eher ablehnen würde und sagen würde, oh, Techno-Festival oder so ist jetzt eher nicht mein Ding. Und dann geht man hin und sieht, wow, die Leute sind ja echt gut drauf, haben eine gute Zeit hier und auf einmal hat man was Neues kennengelernt. So kann es ja auch gehen und das ist einfach spannend zu sehen, was es alles gibt, wo man selber nicht auf die Idee kommen würde, hinzugehen. Also jemand, der einen Freelancer engagiert, der möchte ja im Endeffekt eine Lösung haben für eine Aufgabe, die er selber nicht erledigen kann oder will. Daher sollte der Freelancer sich immer in den Kunden versetzen und schauen, wie kann ich das so angenehm wie möglich für ihn erledigen. Und daraus können verschiedene Dinge geschlussfolgert werden. Zum einen, dass es ganz wichtig ist, sich mit dem Kunden und seinem Produkt oder seiner Dienstleistung auseinanderzusetzen und das Ganze zu verstehen und nicht zu sagen, hey, das und das fände ich jetzt irgendwie ganz schön, das mache ich so, sondern zu schauen, was findet denn der Kunde von meinem Kunden schön oder wie hat mein Kunde sich bisher präsentiert und darauf aufbauend sei es jetzt ein Video, ein Foto, eine Webseite, ein Design, das, was man halt macht, zu erstellen. Die Gründung von 21 Digital ist insofern für mich der nächste Schritt, dass mir einfach an erster Stelle steht, meine Visionen umzusetzen. Und diese Visionen haben halt nicht nur mit Videos zu tun, die ich gerne umsetzen will, sondern auch mit sozialem oder nachhaltigem Engagement, was ich gerne einbringen würde. Und ich denke, die größte Erfüllung, die man haben kann, ist, wenn die Dinge, die man beruflich realisiert, mit seinem eigenen Charakter übereinstimmen und man wirklich den Beruf, den man ausführt, als Verlängerung von sich selber empfindet und die Werte und Dinge, die einen begeistern, in das eingehen, was man täglich schafft. Ich arbeite mittlerweile seit über 6 Jahren selbstständig als Web- und User-Interface-Designer und ich habe in der Vergangenheit viele Layouts für zum Beispiel Webseiten erstellt, aber auch für Apps. Und gerade in den letzten 2 Jahren bin ich vermehrt dabei, immer so interaktive Anwendungen für zum Beispiel Messestände oder Messeanwendungen einfach zu erstellen, aber auch digitale Marketingkonzepte zum Beispiel für Unternehmen. Ich finde es eigentlich ganz interessant, wenn man das mal verfolgt, wo das eigentlich herkommt, was man ganz gut kann oder wo eigentlich so eine bestimmte Leidenschaft ein Stück weit entstanden ist. Und wenn ich das bei mir zurückverfolge, hat das bei mir in der 12. Klasse angefangen, weil damals mussten wir in der Schule eine Jahresarbeit machen und da habe ich zusammen mit 2 Kollegen ein Open-Air-Konzert organisiert. Und da hat sich halt irgendwann so die Frage gestellt, hey, wer macht eigentlich so ein bisschen die Werbung oder wer gestaltet die Plakate? Und das war so ein Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal mit Photoshop auch in Berührung gekommen bin, wo ich so versucht habe, mich ein bisschen in so einem Layout einfach daran zu versuchen. Und das war für mich eigentlich der Einstieg in diesen Bereich. Und ich habe auch danach versucht, so ein bisschen noch am Ball zu bleiben und das weiter zu verfolgen, weil es einfach so ein Interesse auch in mir geweckt hat. Und da habe ich damals auch vermehrt jüngeren Künstlern und Bands aus der Region geholfen, so ein bisschen die Website für die zu erstellen zum Beispiel oder auch irgendwelche Konzertflyer und sowas. Und als Gegenleistung bin ich dann häufiger irgendwie kostenlos dann in die Konzerte mit reingekommen. Und das war für mich so meine erste Erfahrung eigentlich in dem Bereich, aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass das eine Richtung ist, die mir ziemlich gut gefällt und die ich auch weiter verfolgen wollte. Aber trotzdem war es zu dem Zeitpunkt dann so, dass ich auch gemerkt habe, dass
wenn ich das richtig angehen möchte, dann muss ich auch von Leuten lernen, die mehr Erfahrung haben, die schon länger in dem Business arbeiten. Und deswegen habe ich damals dann mich entschieden, hier in Hamburg noch eine Ausbildung zu machen und habe dort sozusagen nochmal von wirklich guten Designern auch gelernt und mich dann da weiterentwickeln können. Trotzdem war das für mich von Beginn auch an immer so wie so ein Zwischenstep. Also ich wusste, dass ich danach eigentlich wieder selbstständig arbeiten wollte und ich habe einfach diesen Zwischenschub von der Ausbildung genommen, um einfach wirklich mir nochmal verschiedene Prozesse abschauen zu können und einfach nochmal einen Einblick zu kriegen, wie es wirklich funktioniert, wenn man auch mit größeren Kunden arbeitet. Was mir an meiner Arbeit besonders gut gefällt, ist, dass ich sozusagen am Puls der Zeit arbeite. Das heißt, die Technologie und auch der Bereich, in dem ich arbeite, der wächst natürlich wahnsinnig schnell, gerade die digitale Branche. Und das heißt, dass auch meine Kunden oder Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, dass die immer wieder sich natürlich fragen, wie können wir da mithalten und gleichzeitig eben auch in diese Richtung arbeiten wollen. Ja? Und das ist für mich dann zum Beispiel so, dass ich einfach immer wieder neue Projekte habe, die wirklich vielleicht auch was enthalten, das ich in der Vergangenheit noch nicht gemacht habe. Und das finde ich persönlich super spannend, weil es deswegen für mich auch nicht langweilig wird. Und da ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich dieses Jahr zum ersten Mal im Augmented Reality Bereich was gemacht habe, ja, und da eine App zusammen mit einem anderen Team entwickelt habe. Und das war einfach jeder weiß, dass das einfach so kommen wird in Zukunft, aber es ist trotzdem ein Bereich, der vielleicht neu ist und in dem man sich erstmal einlernen muss, wo man als Designer auch erstmal merkt, das sind andere Umgebungen, für die man hier gestalten muss. Ja? Das funktioniert anders, wie wenn du jetzt ein Layout für eine Website zum Beispiel machst. Aber das ist es, was mich eigentlich wirklich auch antreibt, wo ich sage, hey, es macht super spannend, immer wieder einfach in so neue Welten auch einzutauchen, in neue Themen für die Kunden. Ja? Und das ist es, was ich wirklich ziemlich gut finde, auch an meiner Arbeit. Design ist für mich was sehr mächtig ist. Und das ist auch was ich erst über mehrere Jahre lernen musste. Weil für viele Menschen ist einfach eher Design sowas Visuelles. Irgendwas, was sie vielleicht in der Hand halten oder was sie in der Umgebung sehen. Ja? Aber für mich ist es vor allem das, was es auch in Zukunft sein wird. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel im Brand Design irgendwie ein Logo haben von Nike, das am Anfang vielleicht für $30 irgendwie erstellt wurde, aber jetzt einfach ein Riesenunternehmen ist, das irgendwie auch allein für dieses kleine Zeichen Millionen oder Milliarden einfach wert ist und ohne dass das gar nicht mehr leben könnte, ja, ist für mich einfach dieser Wert, der am Anfang da war und der Wert, der aber in Zukunft daraus geworden ist. Das ist, finde ich, das Mächtige und das Spannende auch dabei. Und das gilt auch so ein bisschen auch das rauszufinden, wie man vielleicht so einen Wert, welchen Wert man auch letztendlich für so einen Kunden schafft. Das heißt, wir müssen nicht nur verstehen, was wir eigentlich gestalten, sondern wir müssen auch verstehen, warum wir das gestalten. Und das ist bei vielen Projekten das Schwierige und das ist auch das, was man versuchen muss, mit dem Kunden rauszufinden. Ja? Warum wir eigentlich dieses Projekt machen, wo das den Kunden auch hinführt. Und sobald man das verstanden hat, sobald man auch in der Richtung die richtigen Fragen stellt, dann kann auch eine Lösung, die wir als Designer erstellen, sehr effektiv sein für den Kunden. Und das ist letztendlich auch das Ziel, wohin wir gehen wollen. Neben meiner Selbstständigkeit als Designer habe ich jetzt außerdem seit, wann war das, Anfang 2017 angefangen, wöchentlich Podcasts zu produzieren. Und zwar habe ich einen Web- und Design-Podcast gestartet, der überwiegend ja, primär um Design im digitalen Bereich geht, aber auch um Freelancing und auch um viele Arbeitsprozesse, die ich einfach für mich auch zum Teil eben aufnehme, um davon wieder zu lernen, aber auch um sie an andere weiterzugeben. Und das ist allgemein so ein Thema bei mir geworden, weil ich einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt gemerkt habe, dass ich mich noch mehr als Experte positionieren muss. Das heißt, um nach außen hin einfach mehr Vertrauen zu bestimmten Kunden aufzubauen, die vielleicht auch das erste Mal mich sehen oder das erste Mal einen Einblick über meine Website vielleicht von meiner Arbeit bekommen. Ja? Und einfach um dort noch so ein bisschen mehr zu zeigen, dass ich mich auskenne mit dem, was ich eigentlich tue. Meine Persönlichkeit hat sich auf jeden Fall durch meine Selbstständigkeit verändert, weil über die Jahre habe ich so ein bisschen auch natürlich so ein Auge trainiert, ja, die Dinge vielleicht eher aus so einer Perspektive von einem Designer zu sehen. Das heißt, ich sehe die Welt, glaube ich, so ein bisschen anders wie vielleicht auch davor. Zusätzlich sind natürlich durch Nebenprojekte oder gerade durch sowas wie den Podcast, ja, wo ich mich intensiv auch mit Themen beschäftige, ist allgemein mein Auftreten, jetzt auch wenn es um Zusammenarbeit mit Kunden geht, viel auch selbstbewusster geworden. Ich habe also keine Angst, irgendwie in den Raum zu gehen, vor neuen Kunden zu sprechen, ein Layout zu präsentieren oder sowas. Und das ist alles was sozusagen eigentlich nicht
wirklich durch das, was ich ausübe, durch Design entstanden ist, sondern eher durch etwas, was ich im nebenher quasi so ein bisschen aufgezogen habe. Und das ist super interessant, aber auch sehr wertvoll für mich, weil ich dadurch eben einfach mich ja, immer wieder in Situationen komme, wo ich merke, wie wichtig das eigentlich ist, dass ich zum Beispiel auch mir eine Routine oder eine Gewohnheit fürs Schreiben angelernt habe, weil ich das einfach in erster Linie nicht unbedingt für meine Designarbeit brauche, aber trotzdem hilft es mir in so vielen anderen Bereichen, schnell zum Beispiel ein Konzept aufschreiben zu können, schnell eine Strategie zu entwickeln, also in ganz vielen Bereichen. Und das ist sehr wichtig für mich geworden, ja. Starten sollte man am besten sofort und nicht erst nach 8 Wochen Intensivbranding oder Intensivkur der Website oder was auch immer. Ich glaube, starten sollte man sofort. Wir sind ja auch zufällig reingefallen in dieses Freelancer-Ding und ich glaube, das war das Beste, was uns hätte passieren können. Für selbstständig werden, finde ich, gibt es keine Faustformel oder perfekte Anleitung, weil es einfach so eine personenabhängige Sache ist. Aber rein rational und vernünftigerweise sollte man wahrscheinlich sagen, dass es schon das Beste wäre, wenn man einen Kunden oder ein Projekt als Ausgangspunkt hätte. Und von da aus kann man dann mit einer gewissen Sicherheit eben starten. Dann würde ich empfehlen, wirklich ein halbes Jahr einen Puffer anzuarbeiten, also dass du dich ein halbes Jahr ohne Kundenaufträge selbst bezahlen könntest. Ja, ich denke, dass in Zukunft immer mehr Leute den Weg des Freelancers einschlagen werden. Aus zweierlei Gründen. Einerseits gibt es natürlich eine Bewegung unter jungen Leuten, da stecke ich ja genauso drin, die sagen, ich will was mit Sinn machen, ich will was tun, was mich erfüllt. Das ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass wir einer Arbeit nachgehen können, die uns wirklich zu 100% erfüllt. Ich glaube, dass diese Strömung noch viel stärker wird, jetzt auch an jungen Leuten, die nachkommen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Digitalisierungsbewegung, die auch in Deutschland, ob wir wollen oder nicht, immer weiter voranschreitet, wodurch einerseits Jobs überflüssig werden und andererseits ganz neue Chancen geschaffen werden. Man kann ja jetzt schon beobachten, dass die durchschnittliche Zeit, die jemand in einer Firma angestellt ist, immer weiter sinkt. Und wenn diese Entwicklung so weitergeht, ist ja der logische Schritt, dass man die Leute über kurz oder lang wahrscheinlich gar nicht mehr fest anstellt oder ein immer größerer Teil der Belegschaft nicht fest angestellt wird, sondern projektbasiert zusammengestellt wird. Von daher könnte ich mir schon gut vorstellen, dass sich langfristig auch noch mehr Leute selbstständig machen. Aber andererseits geht damit eben auch echt eine große Verantwortung einher. Und das ist dann auch direkt die Schattenseite des Freelancer-Daseins, weil man einfach sich selbst versichern muss. Man muss seine Kapazitäten richtig einschätzen und sich auch arbeitstechnisch einfach immer besser kennenlernen. Die Schattenseiten des Freelancer-Daseins sind manchmal, muss man sagen, dass man ständig erreichbar ist. Also du hast nie, wie mein Hausarzt das so treffend formulierte, du hast doch nie eine Bürotür, die du mal abschließt. So, das hast du nicht, das stimmt. Zum Beispiel befinden sich viele Freelancer in der Situation, dass sie wenig Aufgaben abgeben können und dadurch einfach für sehr viel Verantwortung haben. Und das zeigt sich dann häufig in so nervigen Sachen, wie dass man dann irgendwie noch den Druck verspürt, auf Social Media seine Kanäle zu pflegen, dass man einerseits dieses Daily Business hat, aber andererseits, um zu wachsen, auch über das Daily Business hinausgehen muss. Die Arbeit als Freelancer ist vor allen Dingen erstmal für mich persönlich sehr befreiend. Ein Aspekt, den ich sehr an dem Freelancing-Umfeld schätze, ist, dass man für seine Leistungen bewertet wird und es die Leute eigentlich eher weniger interessiert, aus was für einem Hause man kommt oder welchen Abschluss man hat. Das heißt, man kann sich als Freelancer, das geht natürlich universal, du kannst dir deine Zeit so einteilen, wie es für dich passend ist. Selbst zu entscheiden, welche Entwurfsrichtung überhaupt eingeschlagen wird, was rausgeschickt wird und selbst ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Strömungen man eigentlich irgendwie aufnehmen sollte und welchen Weg man gehen sollte. Dass du auch frei entscheiden kannst, wann du zum Beispiel mal in Urlaub gehst oder einfach eine längere Auszeit nimmst. Und das ist was, wo ich merke, dass ich da immer wieder mich einfach so ein bisschen über einen längeren Zeitraum wieder aufladen kann. Also es gibt auch wirklich Projektphasen, die sehr stressig sein können, wo man einfach merkt, man braucht dann vielleicht nicht mal nur eine Woche Pause, sondern will vielleicht einfach mal einen Monat
ausreißen und einfach ein bisschen machen, worauf man gerade Lust hat und das alles so ein bisschen sein lassen. Und die Möglichkeit schafft ihr einfach das Freelancer-Dasein. Es gibt viele Sachen, die mich antreiben, aber häufig ist es bei mir so, dass mir eine gewisse Idee in den Kopf kommt und ich freue mich dann so sehr über diese Idee und die setzt so viel Energie in mir frei und ich denke mir dann, Mann, das wäre doch so schade, wenn das nicht umgesetzt wird, dass mich das wirklich antreibt, dann so lange weiterzumachen, bis die Idee umgesetzt ist oder bis ich mich in eine Situation gebracht habe, wo ich die Idee überhaupt umsetzen kann. Was mich antreibt, ist für gewöhnlich das Warum hinter vielen Themen. Das heißt, ich frage mich selber auch immer, warum ich bestimmte Dinge eigentlich mache. Warum bringe ich mich in eine Situation, wo ein Projekt vielleicht stressig werden kann? Warum mache ich das überhaupt? Warum gehe ich da rein? Warum arbeite ich mit bestimmten Kunden, wenn ich vielleicht auch mit weniger zufrieden sein könnte? Ja? Und bei mir ist es so, dass ich eben dieses Warum, diese Ziele mir alle aufschreibe. Also das, was ich persönlich in Zukunft noch erreichen möchte, wo ich eigentlich hin möchte. Ja? Und das ist sozusagen mein Warum dahinter. Und das ist auch das, was ich mir immer wieder vor Augen halte. Und das ist auch das, was mich gleichzeitig eben auch antreibt. Mich treibt natürlich momentan das Reisen an, ohne Frage. Das ist einfach wundervoll, neue Kulturen, neue Menschen, neue Länder kennenzulernen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der etwas romantischen Überzeugung verfallen, damit was Gutes zu tun. Ob das jetzt ein Blogartikel ist, der irgendwie einen sinnvollen Background hat, ob das ein Projekt ist, das ich vielleicht auch mal so unterstütze, durch einen Text oder durch eine Dienstleistung, was auch immer. Ich glaube, dass man als Selbstständiger ohnehin, aber auch als Freelancer, wenn man ortsunabhängig unterwegs ist, viel mitnehmen kann, viel sieht und dadurch viel bewegen kann. Und das treibt mich eigentlich an, neue Welten, neue Menschen kennenzulernen und da was zu bewegen mit dem, was ich tue. Und wenn es nur so klein ist, das ist eigentlich egal. First to really sell that shit. Champagne with the roof gun. Bump this jam back in Tucson. Think I got to get a move on. Never had much to lose, but you could do better with